Hallo, in diesem Video möchte ich dir ein paar Screenshots zeigen, die im Zuge des Internet-Basistechnologie-Unterrichts im ersten Semester auf der FH Ioneum im Bachelorstudium Informationsmanagement entstanden sind und was wir darauf sehen können. Wir haben hier beispielsweise einen Screenshot von einem Linksys WLAN-Router und sehen hier unter der IP-Adresse im Firefox-Browser auf dem Gerät eingeloggt. Der Router bezieht seine IP-Adresse automatisch via DHCP und hier können wir Netzwerkeinstellungen bezüglich IP-Adresse, Hostname und andere Dinge wie die Subnet-Mask eingeben, sofern uns das zum Beispiel vom Provider entsprechend vorgeschrieben wird. Erweitertes Routing hinten brauchen wir nicht. Was schon wichtiger ist, wenn es um den Punkt WLAN geht, hier unter WLAN-Geräte, grundlegende Wireless-Einstellungen, haben wir auf manuell geklickt, Netzwerkmodus gemischt, das heißt, dass mehrere Geschwindigkeitstechnologien mit A, B, G und N, glaube ich, heißen die Standards, angeboten werden und der Client handelt sich mit dem WLAN-Router automatisch aus, welche Technologie zum Einsatz kommt. Der Netzwerkname, die SSID, ist quasi der Name unseres WLAN-Netzwerks, das unter Windows, Linux oder auf den Handys angezeigt wird. Die SSID ist quasi die Service Set Identifier, Service Set Identification Identifier, je nachdem wie man das dann nennt, quasi der Name des WLANs. Kanalbreite, hier kann ich verschiedene Frequenzeinstellungen auswählen, ich kann einen Standard- und Zusatzkanal auswählen, die je nach Frequenz unterschiedlich sind. Ich kann zuerst einmal grob auswählen, möchte ich im 5 GHz Bereich, das ist die neuere Technologie, oder 2,4 GHz, die ältere Technologie, grob einmal auswählen, auf welcher Frequenz das Gerät funken soll, und es kann auch zwei verschiedene WLANs für beide Frequenzen erstellen. Innerhalb derer kann ich jeweils wieder sozusagen als Unterkategorie auswählen, auf welcher genauen Kanalfrequenz gesendet wird. Ich sollte hier vorab ausmessen, zum Beispiel mit entsprechenden Programmen, welche WLANs in meiner Umgebung sind und auf welcher Frequenz die senden. Und mir dann möglichst eine Frequenz und einen Kanal suchen, der noch nicht belegt ist und möglichst weit weg zu dem bereits belegten ist, damit ich möglichst eine hohe Sendeleistung und eine hohe Reichweite habe. Man kann das grob so darstellen. Auf der ersten Ebene habe ich 2,4 GHz, den alten Standard, und hier habe ich verschiedene Megahertz und so weiter Kanäle. Die 30 und 31, die ich jetzt hier aufschreibe, sind nur Hausnummern. Das hängt wieder von Router und von Land ab, welche hier zulässig sind. Hier haben wir zum Beispiel 38, bei 5 GHz ist es dann ähnlich. Hier kann ich wieder verschiedene andere Untergruppen auswählen. So, bei SSID-Übertragung kann ich sozusagen mein WLAN von normalen Nutzern unsichtbar machen. Das soll der Sicherheit dienen. Im Endeffekt ist es wurscht, weil ich kann mit diversen Tools das WLAN trotzdem sichtbar machen. Wenn wir weiterschauen, können wir hier die Verschlüsselung auswählen. Ich habe hier, schauen wir mal, dass wir das scharf stellen. Ich habe hier Sicherheitsmodus, nämlich am besten WPA2 mit AES. WPA2 ist der normale, aktuellste Sicherheitsstandard mit einem sogenannten PSK. Schreiben wir das lieber auf. Aktuell würde ich sagen WPA2.
PSK mit einem AES. Was heißt das jetzt? Das Ganze heißt Wireless Protection Access, glaube ich. Wie PA2. Wi-Fi Protected Access. So heißt einmal grundsätzlich die WLAN-Verschlüsselung. PSK steht normalerweise für Pre-Shared Key. Das heißt, dass alle meine Notebooks, Handys, Rechner, Smartphones, was auch immer, ein einziges Passwort bekommen und jeder loggt sich mit dem gleichen Passwort ein. Das ist das, was üblicherweise bei Privatkunden verwendet wird, da man hier nicht für jedes Gerät ein eigenes Kennwort generieren möchte. Für Privatkunden ist diese Sicherheit normal ausreichend, weil man ja nicht hunderte Geräte verwaltet. Das PSK schreibt sich dann so, nennt sich Pre-Shared Key. In Firmen würde man sagen WPA2 Enterprise, möglicherweise mit Radius-Authentifizierung. Schreibe ich jetzt nicht aus. Was heißt das? Ich muss mich beispielsweise mit Technikum für Airbus 13 und meinem Passwort anmelden und jeder meldet sich mit seinem Account an, den er übers Active Directory vom Server in der FH zum Beispiel automatisch bekommt. Dadurch, wenn ich aus der FH austrete, weil ich mit meinem Studium fertig bin, löscht der Systemadministrator den Account und ich kann nicht mehr ins WLAN, alle anderen weiterhin schauen. So, und das letzte noch, TKIP ist quasi ein alter Standard, neuer ist der AES, der sogenannte Advanced Encryption Standard. Das ist quasi, sagen wir, State of the Art, was WLAN-Verschlüsselung betrifft. Ermöglicht höhere Bandbreiten und eine stärkere Verschlüsselung. So, das ist das Passwort, das wir vergeben haben. Ja, wir können hier wieder getrennte Passwörter setzen für verschiedene WLANs. Die Sachen sind dann schon erweiterte Einstellungen. Hier nur ein Beispiel. Access Point Isolierung ermöglicht zum Beispiel, wenn ich das auf aktiviert setze, kann das erste Notebook nicht mit dem zweiten Notebook und so weiter kommunizieren. Das heißt, die einzelnen Clients im selben WLAN sind quasi in einem abgeschotteten Netz und können nicht miteinander kommunizieren, sehr wohl aber mit den nächst höheren Netzen, wie beispielsweise Druckern, Servern und im Internet. Damit erreicht man gewisse Sicherheit, falls das gewünscht ist. Alles andere ist jetzt hier nicht relevant. Auch unten sind jetzt keine wirklichen Features dabei, Access Point Isolierung ist standardmäßig ausgeschalten. Hier kann ich unter Status Router mir anschauen, was gerade für Einstellungen auf dem Router eingestellt sind. Ja. Mit dem Programm Net.io kann ich einen Speedtest zwischen zwei Rechnern im LAN durchführen und die Geschwindigkeit des Netzwerks anschauen. Auf einem Rechner starte ich das Programm im Server, am anderen im Client-Modus. Kann hier sagen, welche IP-Adresse hat mein Server und mit dem mache ich einen Speedtest. Das Programm ist portabel und einfach startbar ohne spezielle Rechte. Hier unten sehe ich die Paketgröße und die empfangenen und die gesendeten Datenpakete.